Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Let's Test. Wir machen heute Way of the Red und schauen uns das mal an. Soweit es laut Steam beschrieben ist, ist es ein 2D-Action-Plattformer, sprich ein Jump'n'Run meiner Meinung nach eher. Also, ja, gucken wir mal rein. I believe myself to be greatest swordsman of our people's bloody history. Weiter drücken. Ich glaube schon. Bin ich ein Vogel? Make the jump. Oh. Okay. Willst du hart arbeiten, dann versprichst du mal. 3, 2, 1, go. Tot. What the fuck, man? Make your dreams come true! Alles klar. Alles klar, wir haben Waffen. To attack with your sword, move with your arrow keys and jump with base, alles klar. Alles klar. LOL. Ich werde halt easy getötet. Alles klar. Was? Hä? What the fuck? Hä? Was muss ich jetzt hier machen? Okay. Verstehe einfach nichts. Easy. Bewertung schlecht, kacke, nicht bewertet. Keine Bewertung. Ich lasse es aus. Weil für mich das Spiel ist noch nicht bewertbar. Ich habe jetzt hier zweimal gekämpft und das war's. Ich komme da nicht hoch. Das kann ich knicken, ne? Das geht nicht. Naja. Ja, okay. Gut, dann lassen wir es hier. Bewertung bleibt aus. Danke dafür auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und wenn das Spiel dann wieder richtig rauskommt, dann würde ich noch einen Video drüber machen, wenn es voll updated ist. Weil momentan ist es ja nicht mal mehr auf Steam zu kriegen. Das war ja nur kurze Zeit zum Downloaden da. Gucken, was da jetzt läuft. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Gut, dann bis zum nächsten Mal und schaut heute vielleicht heute Abend mal vorbei, wenn ich Watch Dogs 2 streame. Da wird dann durchgesuftet.